Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Brojecast 2 hier auf dem pixelellen Kanal mit mir, dem Ray. Ja, in der letzten Ausgabe habe ich ein kleines, feines Mehrklassenrennen auf Watkins Glen mit einem LMP2-Fahrzeug gemacht und ja, das lief nie so ganz so super. Ich habe irgendwie Probleme gehabt, die Reifen auf Temperatur zu bekommen und die Konkurrenz war auch irgendwie sackstark. Und ich musste mich sogar gegen die LMP3-Klasse erwehren und hatte da so meine Problemchen. Dennoch kam das Video ganz gut bei euch an und das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, dass ihr da mit mir gefiebert habt, mit mir gekämpft habt, wie ich da um jedes Zehntel, kann man schon sagen, mich bemüht habe. Das hat mich sehr gefreut und Grund genug für mich, einfach nochmal ein Mehrklassenrennen zu starten. Diesmal allerdings nicht aus der Sicht eines LMP-Fahrzeugs, sondern ihr seht es hier schon im kleinen Vorschaubild, wir werden heute in der GTE, also GT Endurance-Klasse unterwegs sein, genauer gesagt mit der Corvette C7R, werden wir heute auf Circuit of the Americas oder kurz gesagt auf COTA unterwegs sein und diesmal nicht so nach dem Vorbild der IMSA, wie ich es ja versucht habe, sondern tatsächlich nach dem Vorbild der WEC, der World Endurance Championship. Das heißt, wir werden hier die langsamste Klasse sein mit der GTE. Dafür haben wir dann noch mit dabei die LMP1 sowie die LMP2. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Aber bevor wir gleich reingehen, möchte ich nochmal kurz was loswerden. Und zwar bei einem anderen vergangenen Video, nämlich das Video zu den Straßenfahrzeugen, habe ich ja so ein bisschen versucht, wie fahren sich denn die Straßenfahrzeuge und habe ja also meine Eindrücke ein bisschen dir wiedergeben wollen, gerade für die Leute, die vielleicht noch vor einer Kaufentscheidung standen oder vielleicht immer noch stehen. Und da habe ich halt einen Punkt so ein bisschen angemerkt und das war so ein bisschen das Geschwindigkeitsgefühl und auch Schrägstrich das Field of View. Und da war ja einfach nur so meine Aussage, hey, achtet da ein bisschen drauf, das Spiel könnte euch langsam oder es kommt mir auf jeden Fall persönlich etwas langsam vor vom Geschwindigkeitsgefühl und achtet halt auch ein bisschen drauf, was für eine Geschwindigkeit man da fährt. Wenn man da halt mal 120, 130 fährt und in eine Kurve geht, dass es schon ordentlich ist und wenn man das einfach mal relativiert, dann macht das schon auf jeden Fall alles Sinn, aber man neigt halt schnell dazu halt in dem Spiel oder in dieser Simulation halt ein bisschen zu schnell mit den Fahrzeugen in die Kurve zu jagen und dann schießt man eben raus und denkt so, what the fuck, was ist hier los, ja? Und das war ja einfach nur nett gemeint und als Tipp gemeint. Allerdings hatte ich so das Gefühl, vielleicht ist es auch nur ein Gefühl, aber ich hatte so echt das Gefühl, dass viele Leute in den Kommentaren unter dem entsprechenden Video das mir sehr negativ angekreidet haben, dass ich diesen Punkt angesprochen habe, dass ich dieses Geschwindigkeitsgefühl nicht so empfunden habe, wie ich es halt gerne empfunden würde, wie zum Beispiel in Assetto Corsa kam es mir oder kommt es mir einfach schneller vor, authentischer vor und in anderen Spielen halt eben auch, wie in Race Room oder sowas. Und hier halt eben nicht so. Und eben, wie gerade angesprochen, einige fanden das nicht so okay, dass ich diesen Kritikpunkt angebracht habe. Und vielmehr war es ja auch gar nicht böse gemeint und war ja auch nicht negativ an Project Cars gemeint. Ich habe ja vielmehr das als Tipp gemeint, dass wenn ihr dieses Empfinden habt, dann achtet da einfach ein bisschen drauf. Aber manche wollten das nicht hören und manche haben sich da ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt. Und da möchte ich jetzt einfach nochmal so eine öffentliche Aussage machen, noch vor, bevor es jetzt hier losgeht. Ich weiß, viel Gelaber am Anfang, aber das wollte ich jetzt einfach nochmal sagen, weil es mich doch ein bisschen beschäftigt hat tatsächlich, weil doch so viel in meiner Augen negativer Input reinkam diesbezüglich. An all diejenigen, die das irgendwie negativ aufgefasst haben, all diejenigen, die vielleicht Bakers sind, also die Project Cars 2 in den Entwicklungsprozess unterstützt haben oder einfach nur Fans dieser Serie sind, möchte ich nochmal eins klarstellen. Ich bin nicht hier, um dieses Spiel zu lobhudeln. Ich bin aber auch nicht hier, um das Spiel negativ darstellen zu lassen, wie es tatsächlich ist. Ich stelle es so dar, wie ich es empfinde. Und das meine ich ganz neutral. Ich habe ja nichts davon, das Spiel besser zu machen, als es ist. Ich habe aber auch nichts davon, das Spiel schlechter machen, als es ist. Also ich erwähne alles, was mir nach meinem Gewissen auffällt. Nach meiner Erfahrung, nach meiner Einschätzung, auch im Vergleich zu anderen Rennspielen, / Rennsimulationen. Und wenn ich das Gefühl habe, das Geschwindigkeitsgefühl ist nicht so okay im Vergleich zu anderen Spielen und meine Kollegen, meine YouTube-Kollegen, die ich sehr, sehr schätze und auch sehr viel Ahnung haben, ein sehr ähnliches Empfinden haben, dann bestätigt das meine Aussage. Und dann finde ich es schade, dass ich dann quasi hart angegangen werde zum Teil, also noch im Rahmen, also ist jetzt nicht beleidigend geworden, aber ich fand es trotzdem da zum Teil ein bisschen angegangen, warum ich sowas anspreche. Dabei war es in erster Linie wirklich nur als Kritik gemeint in diesem speziellen Punkt. Genauso auch die KI. In meinen ersten Videos habe ich gesagt, ja, ist nicht so cool, muss noch was passieren. Haben viele das auch als Beleidigung gegen das Spiel aufgefasst. Leute, das ist halt ein Problem. Und seien wir mal ehrlich, Project Cars 2
hat ein mega Potenzial, ist ein Megatitel, hat viel Auswahl, gerade was Rennfahrzeuge betrifft, auch historisch sowie moderne, auch viele Strecken. Aber diese Simulation hat noch so seine kleinen Problemchen. Kleine Bugs, die in der Summe halt ein bisschen was ausmachen. Und ich habe schon Anfang an gesagt, wenn sie das noch in den Griff kriegen, und da bin ich zuversichtlich, dass sie das hinkriegen, das habe ich gesagt, dann wird es ein Top-Spiel, Schrägstrich-Simulation sein. Und ich verstehe da nicht, warum manche dann immer mit krampfhaft versuchen, das zu verteidigen. Mir kommt es halt so vor, dass zum Teil hier, es ist zwar immer so ein böses Wort, aber ich habe so das Gefühl, dass manche hier einfach extreme Fanboys dieser Serie sind und einfach ein bisschen verblendet das sehen. Und alles, was ein bisschen negativ sein könnte, was aber nur die Wahrheit ist, sofort als Angriff gegen sie selbst und ihre Kaufentscheidung und eben dieses Franchise sehen. Und so ist es gar nicht gemeint. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, Leute, kommt mal ein bisschen runter. Es ist alles nicht böse gemeint. Ich sag nur mal so, wenn man den Leuten, auch den Entwicklern nicht sagt, was da nicht so ganz stimmt, dann wird es auch nie besser werden. Ja, und deswegen, also ich bin gar kein Feind von irgendwelchen Rennspielen. Im Gegenteil, ich bin froh, dass wir so viel Auswahl haben, dass wir in der Zeit jetzt auch so viel Auswahl bekommen. Aber wenn halt mir irgendwas nicht so ganz gefällt, dann gebe ich das nach meiner Erfahrung, nach meiner Einschätzung wieder. Gerade insbesondere auf die Leute, die eben halt vor einer Kaufentscheidung stehen, die wirklich jeden Euro zusammenzählen müssen und wirklich sich überlegen müssen, ob sie sich sowas kaufen und vielleicht der ein oder andere Punkt für sie ausschlaggebend ist oder für ihn auch egal ist. So, und jetzt, um die Kurve nochmal zu kriegen, zum Field of View. Da haben auch ganz viele geschrieben, ja, stell das Field of View höher. Hohes Field of View, meine lieben Freunde, sorgt halt auch dafür, dass man das Bild etwas verzerrt. Und das möchte ich halt ungern haben, ein verzerrtes Bild. Dadurch wirken die Rennstrecken zum Teil etwas zu schmal. Man kann die Bremspunkte nicht mehr so gut einschätzen und so weiter und so fort. Deswegen versuche ich eigentlich ein relativ echtes Field of View zum echten Auge sozusagen hinzubekommen. Und das möchte ich natürlich auch für dich auf YouTube so vermitteln. Und deswegen bin ich natürlich von meinen Field-of-View-Einstellungen von anderen Spielen ausgegangen, insbesondere von Assetto Corsa. Und dort hatte ich eine Field-of-View-Einstellung von 56. Hier hatte ich sie bereits schon auf 80. Und genau deswegen wollte ich nicht höher gehen. Ja, das war der Grund. Jetzt habe ich aber ein sehr nettes und vorbildliches Kommentar bekommen. Und das, so ist es doch geil. Der hat gemerkt, hey, der Ray, da hat er, ist er am Fehler aufgesessen. Und hat mich korrigiert und hat mich darauf hingewiesen, wie man das lösen kann und was da auch Sinn macht. Und das fand ich auch gut so. Und nicht immer dieses, ja, einfach nur alles schlecht reden, was ich anscheinend schlecht rede. Und er hat gesagt, hey, pass mal auf, in Project Cars 2 gibt's tatsächlich anderes Field of View. Also beziehungsweise in Assetto Corsa ist es vertikales Field of View und hier ist es horizontales Field of View. Das heißt, die Einstellungen sind nicht genau dieselben. Und das muss man dann umrechnen. Und da gibt es auch so Umrechner, kann man einfach googeln. Oder ich verlinke euch auch gerne einen in die Videobeschreibung. Und da kann man das anpassen. Und neben Assetto Corsa habe ich 56. Und dann habe ich es umgerechnet. Und hier muss ich 86 einstellen. Und das habe ich jetzt gemacht. Und ich hoffe auch, ich kann es auch nochmal ganz kurz zeigen. Und ich hoffe auch, dass ihr ja damit vielleicht jetzt auch ein bisschen zufriedener seid. Und ich ein bisschen zufriedener bin vom Geschwindigkeitsgefühl und so weiter und so fort. Und ich hoffe, ihr seid einfach zufrieden. So, jetzt habe ich lange genug gelabert. Es tut mir leid. Ich werde wahrscheinlich auch einen Timecode in die Kommentare schreiben oder so. Irgendwie werde ich schon was machen. Will euch ja da nicht so langweilen. Aber ich wollte es einfach mal ansprechen. Ihr müsst es auch verstehen. Jetzt geht's aber los mit der eigentlichen Folge, mit der eigentlichen Renn-Action. Und zwar, wir gehen hier in das Mehrklassenrennen. Wir können hier nochmal kurz reingehen. Wir fahren weiterhin auf Schwierigkeit 100. Hab die Aggressivität jetzt etwas zurückgesetzt. Wir starten von ganz hinten. Und ich würde sagen, wir gehen einfach rein ins Renngeschehen. Wir starten 13 Uhr und ich habe von einem Zeitverlauf das so ungefähr so eingestellt, dass wir so auf ein 6-Stunden-Rennen ungefähr kommen, so bis 19 Uhr, also ein bisschen so in die Abendstimmung rein, also ist nicht in die Nacht, so wie bei Watkins Glen. Und ja, vielleicht sieht man schon auf dem Thumbnail oder vielleicht auch nicht. Ich sag mal so, diese wolkige Wolken könnten etwas wolkiger werden. So. Ja, als kleiner Hinweis. Schauen wir einfach mal, wie es läuft. Ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit. Ich habe mal auf die Einführungsrunde verzichtet, allerdings nicht auf die manuelle Steuerung. Die habe ich weiterhin natürlich am Start und deswegen würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Es geht los. 10 LMP1, 10 LMP2 Fahrzeuge, 12 GTE Fahrzeuge. Und dann gucken wir doch mal, wie das Ganze hier so läuft. Ja, den Corvette C7R bin ich ja jetzt schon in sehr, sehr vielen Spielen Schrägstrich-Simulationen gefahren. Unter anderem zum Beispiel auch in einem Forza Motorsport. Ja, ich weiß, Simcade-Titel und so weiter und so fort. Allerdings auch in einem Assetto Corsa. Und ja, ich bin im Vorfeld natürlich das Fahrzeug ein bisschen gefahren, mich ein bisschen einzufahren und so weiter und so fort. Ich muss sagen, das fährt sich super geil, das Ding.
Also, wenn man in Assetto Corsa mit dem Ding schon Spaß hatte, wird man es hier auf jeden Fall auch tun. Fährt sich sehr authentisch, sehr ähnlich. Man fühlt sich direkt wieder zu Hause, wenn man sehr gerne solche GTE-Fahrzeuge fährt oder generell GTE-Fahrzeuge fährt, hat man hier wirklich sehr viel Spaß. Und dann gucken wir doch mal, wie wir hier zurechtkommen. Und vom Klang ist es natürlich auch ein absolutes Träumchen. Jetzt gucken wir doch mal, ob wir hier direkt gegen den Aston Martin anstinken können. Ja, fahrhilfentechnisch sind wir wieder sehr authentisch unterwegs. Das heißt, Traktionskontrolle ist ja an, wie es auch in der Wirklichkeit ist in der Klasse. Dafür ABS aus. Das heißt, wir müssen ein bisschen mehr Gefühl an den Tag legen. Und da schauen wir doch einfach mal, ob wir das auch einigermaßen gut hinbekommen. Schaden habe ich jetzt mal wieder verzichtet, weil ich nicht so ganz weiß, wie die KI reagiert. Aber ihr seht, die sind durch die ersten Kurven jetzt sehr ordentlich und gesittet durchgekommen. Auch hier und da mal einen Zweikampf fahren sie. Hier setzt sich die andere Corvette an mir vorbei. Also von dem her glaube ich, dass ich in den nächsten Ausgaben, wenn das weiterhin so gut dann passt, mit einer etwas eingeschränkteren Aggressivität, dass ich dann doch mal den Schaden endlich anmache. Da haben ja auch schon einige gesagt, hey Ray, wo ist denn der Schaden? Das ist total unrealistisch. Und da hast du recht. Aber wie gesagt, wenn wir die alle in die Karre die ganze Zeit knallen, dann macht es ja auch keinen so Sinn. Oh, das war jetzt gerade nicht so gut. Da habe ich gerade ein bisschen arg den Reifen überfahren. Ja, der Spotter sagt schon an, wir rechnen mit leichtem Regen. Jawohl, ich habe ein bisschen Regen eingestellt und zwar wechselnde Bedingungen. Nicht im Regen starten, das heißt, wir müssen die Box, wir müssen gleich noch einen Reifenwechsel machen. Und ja, ich würde sagen, bevor das denn soweit ist und wir nur noch nieseln und so weiter hören und die Sicht richtig schlecht wird, gebe ich dir einfach ein bisschen was vom Motorenklang wieder und deswegen würde ich sagen, viel Spaß mit dem Sound des C7R.
Yo! Ich hoffe, der Klang hat euch gefallen. Ich finde, Corvette klingt sehr authentisch, gerade wenn man das mal mit so Onboard-Aufnahmen von der IMSA oder von der WEC oder insbesondere Le Mans vergleicht. Klingt die schon richtig, richtig gut. Gefällt mir. Bin sowieso ein kleiner Corvette-Fan, also dem her sehr, sehr geiles Fahrzeug. Macht wieder immer wieder Spaß zu fahren. Und ja, ihr merkt, der Nieselregen hat eingesetzt. Ich habe auch schon mal den Boxenshop vorbereitet. Und ich glaube auch, wir sollten schleunigst reinfahren. Weil ich glaube, ich habe sehr, sehr dunkle Wolken gesehen, die da aufziehen. Sehr, sehr dunkle Wolken. Es könnte sein, dass es nicht hier bei diesem Regen bleibt, aber da gucken wir jetzt einfach mal. Bis jetzt merke ich noch nichts von Aquaplaning oder so. Ist jetzt alles gut? Okay, der erste, der führende ist gerade in der Box und die Scheibenwischer gehen an. Ich glaube, wir fragen uns an Boxenstopp an. Und ja, ich schwimme ein bisschen auf. Jetzt ist es auf jeden Fall Zeit reinzugehen. Ja, ein bisschen leichter Kontakt. Ja, und dann merkt man es auch. Trotz dieser Traktionsrolle schwimmen wir ein bisschen auf vorne. Beim Vordermann bildet sich ja schon eine leichte Gischung. Ja, hier schwimmen wir richtig auf. Und jetzt mit den Slicks. Das ist natürlich extrem rutschig, wie auf Seife. Und das spürt man sofort. Also, da drehen wir uns fast schon weg. Nicht, dass wir jetzt die Position hier noch abgeben müssen. Die M6 haben anscheinend weniger Probleme jetzt gerade bei diesen Bedingungen zu fahren. Ich rutsche hier gerade regelrecht raus. Nicht, dass ich jetzt zu viel Position verliere. Boah. Ja, ein bisschen schwimmen wir auf beim Anbremsen. Jetzt hier mit Gefühl rum. Und jetzt in die Box. Und okay, die fahren hier weiter. Die probieren nochmal eine Runde. Also ich probiere nicht nochmal eine Runde. Pick-Stop-Limiter rein. Wir haben alles auf manuell. Also die ganze Box. Müssen wir nur unsere Boxencrew finden. Die dürfte aber wahrscheinlich ganz, ganz vorne stehen. Und wir wechseln jetzt von unseren harten Slicks, wie man hier sieht, auf Regenreifen. Achso, okay, der wird zum Ghost. Und ich hoffe, ich habe die Strategie jetzt auch richtig gewählt gehabt. Jawohl, so ist es auf Regen. Habe ich im Vorfeld schon mal eingestellt. Und ganz klar vorne, da müsste der sein hier. Genau, der winkt mich da rein. So, und jetzt geht's los. Pitstop. Gucken wir doch mal. Wechsel die Reifen, Jungs. Ich habe das auch mal so eingestellt eben, dass man das jetzt auch so aus der Sicht sieht, aus der Cockpit-Sicht. Das ist ein bisschen von der Immersion, finde ich geiler. Mal gucken, wie lang es geht. Ich habe nur einen Reifenwechsel. Go, go. Und da fahren wir raus. Ja, Reifen jetzt ein bisschen heiß. Vielleicht ist noch ein bisschen zu wenig auf der Strecke. Wir müssen jetzt aufpassen, dass die nicht uns zu heiß sind, weil dann rutschen wir erst recht. Müssen wir jetzt gucken, dass wir so ein bisschen die Wasserlinie finden. Aber hier ist schon gut Wasser auf der Strecke. Das passt. Die sollten relativ schnell dann abkühlen. Und wir sind in unserer Klasse auf jeden Fall vor den anderen geblieben. Ich glaube nicht, dass sie uns in der Box überholt haben. Also alles gut. Und wenn wir jetzt hier auf die Telemetrie achten, genau, haben wir jetzt die Regenreifen drauf. Jetzt mag vielleicht einer sagen, mach doch Intermediate drauf. Aber die gibt es gar nicht. Es gibt nur Weichhart und Regen oder dann halt Eis. Oder sowas, aber ja, eisig ist es jetzt noch nicht. Noch nicht. Ja. So, jetzt kommt natürlich die LMP-Klasse, die natürlich jetzt mit ihrem Aerodynamikvorteil im Regen schon ein bisschen auftrumpfen kann. Aber jetzt schauen wir einfach mal, wie wir jetzt zurechtkommen mit den Regenreifen im Regen. Wie sich das Ganze so anfühlt. Weil das hatten wir bis jetzt noch nicht. So, wechselnde Bedingungen. Ich finde das ja auch eines der geilen Features im Project Cars 2. Und jetzt gucken wir mal, wir sind aktuell Vierter in unserer Rennklasse. Reifen sind jetzt von der Temperatur okay. Also ich glaube, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, jetzt reinzugehen. Mal gucken, ob wir jetzt nicht mega aufholen auf die anderen. Weil die dürften doch jetzt richtig gut Zeit liegen lassen bei den Bedingungen mit ihren Slick-Reifen. So, ein bisschen hier. Hier steht wahnsinnig viel Wasser in der Kurve. Also hier kann man aber weit nicht mehr so schnell durchfahren, wie wir es gerade vorher noch gemacht haben. Aber das ist ja auch klar. Jetzt auch nass und die Regenreifen bieten natürlich nicht so viel Grip, aber auf jeden Fall jetzt bei den Bedingungen mehr wie die Trockenreifen. Und jetzt fahren wir mal weiter.
Ja, sie sind ein bisschen heiß, die Reifen. Ihr merkt, die sind unten relativ gelblich. Also ich muss ein bisschen aufpassen, ein bisschen die Pfützen suchen, wenn sich irgendwo welche bilden. So, jetzt sind einige an der Box nochmal. Mal gucken, ob wir jetzt die anderen Chaoten überholen. Oder ob die tatsächlich jetzt Wotzlik-Reifen keine Zeit verloren haben. Waren auf jeden Fall alle schon wieder raus, also scheinbar. Wobei, ja, das könnte knapp werden. Also die haben anscheinend nicht so viel Zeit verloren in der Runde. Aber wie gesagt, wir sind ja auch, ja, einen haben wir gekriegt. Zwei sind noch vor uns. Wow, wie er hier durchzieht. Okay, alles klar. Aber wie gesagt, die sind jetzt auch ein bisschen heiß. Also ich glaube, wäre beides okay gewesen, also auch eine Runde später reinzugehen. Aber jetzt gucken wir einfach mal, wie es so verläuft, das Rennen. Vor allem, wie wir im Regen jetzt hier agieren können, von der Geschwindigkeit her. So ein Shortshiften hilft immer, wenn man wenig Grip hat. Na, hier steht auch ein bisschen ins Wasser. Aufpassen, gerade auf dem Curb. So, hinter uns direkt ein M6, der auch gerade aus der Box kam. Aber wo die anderen sind, bin ich mal gespannt. Auf und davon, aktuell sind wir auf Platz 3, also nicht schlecht. So, rum da. Ja, hier sind die Reifen definitiv noch zu heiß. Vielleicht waren wir wirklich eine Runde zu früh. Allerdings, ja, hatte ich ja schon ein bisschen Mühe und Not. Also, da müssen wir jetzt Rundenzeiten mit gegeneinander stellen. Aber ich glaube, es war nicht falsch, die Entscheidung. Und es sind nochmal welche in der Box. Also, es sind trotzdem nochmal welche draus geblieben. Ja, dieses leichte Regen, das ist so eine schwierige Entscheidung. Fährt man rein oder nicht? Jetzt mehr oder nicht? Und das sind die anderen GTs. Und jetzt haben sie definitiv Zeit verloren. Guckt euch an, wir sind Führender in der GTE-Klasse, Leute. Und wir, ja, auf der Bremse, sorry, ja, setzen wir uns gegen den LMP2 durch. Also, ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Und ich mag es ja eigentlich, im Regen zu fahren. Das ist ja so dieses leichte Rutschen und Grip finden und mit dem Gaspedal und mit der Bremse ein bisschen spielen, mit dem Lenkrad spielen. Ich mag das. Und das haben sie auf jeden Fall mal in dem Fahrzeug in der Klasse sehr geil umgesetzt. Das macht echt Spaß. Ein bisschen haben wir hier noch die Traktionskontrolle, die hilft. Die ich natürlich wieder ein bisschen so eingestellt habe, dass ein bisschen mehr Schlupf da ist. So ein bisschen mal hier an den nicht auf der Ideallinie fahren, um ein bisschen die ganze Sache abzukühlen. Hier steht auf jeden Fall richtig Wasser. Ja, ich meine, es wird ein bisschen mehr Regen. Also wir können gerne mal gucken. Oh ja, guck mal, was da runterkommt. Ich hoffe, das kommt auf YouTube genauso geil rüber wie hier. Richtige Regenstimmung hier. Aber da kommt jetzt gerade richtig was runter. Da ist jetzt richtig Land unter. Also bei manchen Rennen, glaube ich, würden sie da sogar Rennabbruch machen. Aber hey. Oh, habt ihr das gesehen? Da hat es geblitzt. Ja, da geht jetzt gerade richtig der Sturm ab. Vorne noch schön blauer Himmel und da wurde es gerade hell. Bin mal gespannt, ob wir einen Blitz vielleicht sogar sehen. Wäre ja mal auf jeden Fall geil.
Ja, und wir jagen hier gerade die LMP2-Klasse. Ja, so viel dazu zum letzten Mehrklassenrennen. Ich glaube, die GT-Klasse liegt mir einfach deutlich besser wie die LMP-Klasse. Aber wie die Sonne hier noch durchscheint und dann nebendran blitzt. Wie geil ist denn das, bitte? Lichtstimmung, Hammer. Ja, ein bisschen rutschig ist es. Ein bisschen ist gut. Muss ja echt gezügelt mit dem Gas ein bisschen fahren. Aber das macht gerade richtig Bock. Oh, ich habe da schon so geile Ideen. Die hat was mit einer grünen Hölle zu tun. Ganz viel Regen. Aber ja, eins am anderen. Boah, jetzt sieht es nicht gerade geil aus. Die Sonne, die durch die Wolken bricht und dann noch nebendran geht hier mega das Land unter. Hammergeil. Außen vorbei, soll ich... nee, jetzt komme ich auf den Curb, das soll ich ganz vorsichtig raus beschleunigen. Boah, da hat man keinen Blitz gesehen, rechts. Krass. Krasser Shit. Also ja, die zwei führenden M6, glaube ich, waren das, die sind auf jeden Fall zu spät an die Box. Guck mal, wie es jetzt hier gerade runtergeht, ist ja der Hammer. Aber für den Bremsen, da haben die echt Probleme, die LMPs, habe ich so das Gefühl. Können viel später bremsen wie die. Wie gesagt, ich habe keine ABS oder so. Ich war hier auch ohne, wie es im Reglement halt steht. Aber ich komme ganz gut zurecht anscheinend auf der Bremse mit der Corvette. Boah, das sieht ja richtig brutal aus. Witz runterkommt jetzt, wo die Sonne sich ja auch dann so langsam zu dem Horizont neigt, weil wie gesagt, wir werden ja auf jeden Fall Abendstimmung haben. In den letzten Runden. Aber die Sonne, die da durchbricht, das sieht auf einmal noch mega aus. Einmal noch geil. Der jetzt hier? Achso, der fährt so eine was andere Linie. Aber jetzt so, wenn es jetzt so dunkel wird, ey, da kriegst du gerade so ein bisschen Schiss, ein bisschen. Klar, alles nur ein Spiel und so, aber ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das selber, wenn ihr selber Autofahrer seid, wenn ihr unterwegs seid, und dann kommt jetzt so ein mega Gewitter runter, mega Regen, vielleicht sogar noch leichter Hagel und dann so ein Gewitter und ihr sitzt im Auto, seid unterwegs, ey. Also ich krieg da immer so ein bisschen so ein laumiges Gefühl. Wenn ich zu Hause bin, ist Gewitter kein Thema, aber wenn es so im Auto ist, ist das schon so eine spezielle Erfahrung. Und irgendwie kommt mir das gerade auch so vor, ey, so bisschen weiche Knie, so wow. Boah, die Blitze hier runtergehen, leck mich am Arsch. Ja, da, bei solchen Bedingungen hilft die Traktionskontrolle halt auf jeden Fall. Aber es ist halt wichtig, dass man sie richtig einstellt. Ich habe sie jetzt aktuell auf 14% Schlupf. Passt perfekt für die Bedingungen. Nicht zu viel runterregeln. Alles wunderbar. Und hier auf den Geraden ziehen wir den halt einfach mal richtig ab gerade. Hier aufpassen hier. Da steht nämlich das Wasser echt böse drin. Sehr geil. Ja, also wie Verkehr der Welt, oder? Im letzten Mehrklassenrennen noch Probleme gehabt, von der Langsamklasse aufgeschlupft und jetzt gerade bei diesen Regenbedingungen, die mir halt einfach so viel Spaß machen, in einer Rennklasse, die mir so viel Spaß macht, in einem Fahrzeug, was mir so viel Spaß macht, läuft es gerade richtig geil. Wenn jetzt noch die Rennstrecke geil wäre, weil ich sag, gut, da ist nicht so meins. Da wird es hier, glaube ich, richtig abgehen. Aber was da Regen runterkommt, Lego Mio. Ja, ich hoffe an die Zuschauer, ihr seid gut eingepackt.
So, zwei Runden werden es auf jeden Fall jetzt noch sein, würde ich sagen. Dritt sollte auf jeden Fall reichen. Also das kann Project Cars Stimmung, Grafik, Soundkulisse, Hammer. Und vor allem im Vergleich zu Teil 1 hat sich hier einiges getan, was die Fahrphysik angeht. Das macht schon Laune. Aber ja, ich frage mich jetzt halt natürlich auch, wie gesagt, ich habe jetzt ein anderes Field of View angewendet. Bin gespannt, wie euch jetzt das Geschwindigkeitsgefühl so rüberkommt. Also es ist auf jeden Fall ein Tick besser. Aber es ist trotzdem so ein bisschen was Eigenes hier. Aber wie gesagt, das ist nicht böse gemeint. Es ist einfach nur, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen und dann passt es doch auch. Nicht immer alles negativ auffassen. Die KI, wenn man die ein bisschen nicht ganz so aggressiv macht, dann fahren die auch nicht irgendwie... Ja, jetzt hatte ich richtig Aquaplaning. Dann fahren die auch keine Stock-Car Crash Challenge hier, sondern fahren auch richtig Rennen. Gerade bei so einem Langstreckenrennen in Anführungsstriche. Ist es ja auch wichtig, geduldig zu sein. So, hier ist auch, hier steht richtig viel Wasser. Aber wir haben echt mit viel Gefühl. Also es ist einfach nur viel Gefühl fahren. Gar nicht so viel stempeln. Einfach ganz viel Gefühl bremsen, ganz viel Gefühl Gas geben. Dann läuft der Hase hier richtig gut. Da frage ich mich, was jetzt hier mehr donnert. Unser Auto oder da draußen? Boah, guck mal, wie die Blitze runtergehen. Scheibenwischer schon am absoluten Limit. Und die Sonne, die da durchbricht. Ah, sieht das nicht geil aus. Hammer. Einfach nur Hammer. Diese Abendsonne, die da durch die Wolken bricht. Und guck mal, auf der anderen Seite mega die schwarzen Wolken. Mega die Gewitterwolken. Und das war ein bisschen jetzt zu schnell. Aufpassen, gerade hier auf den Curbs, da sammelt sich gerade das Wasser dahinter. Extrem. Oh, das macht richtig Laune. Da will man gar nicht aufhören. Da hat man echt mal Bock auf so ein 2-Stunden-Endurance-Rennen. Jetzt wird es gerade auch richtig dunkel gerade. Jetzt die Sonne sich halt richtig dem Horizont nähert. Kommen die Blitze richtig zur Geltung. Boah, ist das geil. Puh, ich hoffe, wir haben auch so viel Spaß. So, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon fertig ist oder ob wir noch eine Runde haben. Ich habe mal noch eine Ehrenrunde. Na, guck mal, die Wolken, die sind so richtig dunkelorange. Ja, eine Runde haben wir noch. Ja, sehr geil. Guck mal die Lichtstimmung jetzt an. Die Sonne jetzt so richtig verschwindet und es wird so richtig dunkel und dieses dunkle Wetter hier. Hammerhart.
Hier müssen wir aufpassen, hier steht auch das Wasser extrem drin. Und wie jetzt das Motec hier so extrem einen anleuchtet. Armer, geile Lichtstimmung. Da soll man da noch rennen fahren, ey. Also in echt hätte ich, wie gesagt, glaube ich, echt weiche Knie. Aber jetzt hier im Spiel habe ich gerade ein Dauergrinsen. Das macht auch echt Spaß, hier in dem Regen zu fahren. Mit dem Fahrzeug hier. Ich habe kein spezielles Regen-Setup oder so, weil sie das jetzt meinen. Ich habe eigentlich mehr oder weniger das standardstabile Setup genommen. Ein bisschen Sprit rausgemacht. Den Sturz ein bisschen verstellt. Ein bisschen weniger Sturz gemacht. Weil ich finde, in Project Cars 2 haben die Fahrzeuge zum Teil ein bisschen zu viel Sturz. Ich weiß, in Real Life haben sie so viel, aber hier fährt sich's nicht so geil, meiner Meinung nach. Also ich komme damit ein bisschen weniger besser klar. Zu 0,2 weniger. Und ja, da läuft der Hase. Hier läuft gerade. Guck mal jetzt in der Gischt, wie die da so angeleuchtet wird von unseren Scheinwerfern. Mega. Man merkt auch richtig, wo das Wasser steht und wo nicht. Wo halt ein bisschen besser zu fahren ist und wo man halt ein bisschen so aufschwimmt. Oder fährt nochmal in die Box, okay. Oder sind die schon fertig mit dem Rennen? Kann natürlich auch sein. Dass die quasi schon ihre Auslaufrunde hatten und ich noch nicht, oder wie? Naja, komisch, egal. Nee, die sind in der Box, also ich. Ist ja voll unnötig, aber okay. Juhu! Wir gewinnen! Zum ersten Mal in der Folge gewinnen wir ein Rennen. Also zumindest mal in unserer Klasse. Sehr geil! Das hat Laune gemacht, das hat richtig Laune gemacht. Ja, von den Rundenzeiten im Trockenen waren wir auch echt gut dabei. Also... ja, die Strecken-Fahrzeugkombination hat echt gefallen. Hier sehen wir auch nur GTE-Klasse, können jetzt auch auf LMP2 alle anzeigen. Ja, der TS040 gewinnt hier, sehr cool. Sehr stark, guck mal, wie viel... Wir haben das gesamte LMP-Starterfeld hinter uns gelassen. Guck mal, aber auch hier haben zum Teil manche LMP überholt. Okay, nur einer, aber trotzdem. Krasser Scheiß. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wie gesagt, jetzt am Anfang das Gelaber... tut mir ein bisschen leid, aber ich wollte es einfach mal loswerden. Aber wie gesagt, ich werde irgendwie einen Timecode machen für die Leute, die es nicht interessiert hat. Die haben es eh nicht gesehen. Und ja, ansonsten bin ich raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Ausgabe hier von Brochecast 2. Bis dann. Ciao.